Hallöchen. Einmal meine versprochene Roomtour. Also wir stehen jetzt hier direkt vom Eingang, von meinem neuen Zimmer. Ich schwenke einmal mal ganz schön rüber. Da hinten war mein altes Zimmer, was jetzt Besucherzimmer ist oder wird, ist noch nicht fertig. Und das ist mein neues Zimmer. So, hier kommen wir dann rein. Einmal hier, selbstgebasteltes Schild von meiner Tochter. Ja, darf man ja nicht vergessen. So, dann schwenke ich jetzt einmal mal so langsam. Also man kommt hier rein. Wir gehen gleich nochmal alles langsam durch, aber nur, dass man mal so ein... Mein Tresen musste natürlich hier mit rein. Ist ja logisch. Ja, das ist alles so in so Mint-Vanille gestrichen jetzt. Richtig schön. Ja, also man kommt hier rein. Ich versuche mal nicht so viel zu wackeln. Dann habe ich hier mein riesiges Kallax-Regal, was ich gebraucht bekommen habe. Hier oben noch mit meinen Sachen drauf. Und also da habe ich jetzt wirklich Platz für meine ganzen Papiere. Ich habe dann hier oben meine ganzen Sticker und sieht man ja, ist ja beschriftet soweit. Hier meine Stanzen, weil ich ja gleich hier gegenüber dann stanze. Hier dann so mein ganzes, ich habe auch mein ganzes Papier so ein bisschen sortiert. Das ist dann hier alles Pia-Tag. Hier unten ist dann so ein bisschen mein Stempelpapier von Action, das dieses 1-Kilo-Papier, mein ganzes Uni-Papier. Dann habe ich hier meine ganzen Umschläge und Briefumschläge, was man so zum Versenden alles braucht, drinne. Dann die nächste Reihe, hier oben so ein bisschen Klimbim-Kram, Sachen, die ich schon mal geschenkt bekommen habe. Dann habe ich hier meine ganzen Bänder, Borden und so weiter und so fort. Und auch hier von Action das neue Zeugs. Ich hatte erst überlegt, das mir hier oben so am Rand dran zu kleben. Aber ich muss mal gucken, ob ich das nochmal in Weiß kriege. Dann klebe ich mir das da vielleicht dran. Oder in so Mintgrün wäre auch cool. Dann hier meine Schubladen. Das ist eigentlich gleich geblieben. Die habe ich von meinem anderen Regal übernommen. Ne, meine Crocodile-Kram und noch hier so ein bisschen so einen anderen Gedönse drin. Hier ist mein ganzer Stempelkram drin, was man so braucht. Na, also ich nehme, das ist jetzt meine letzte Packung, ich nehme am liebsten das Action-Tuch. Das geht am besten, um die Stempel sauber zu machen. Dann habe ich hier das Ganze, ja, sieht man ja hier, diese Action-Blöcke, die nehme ich ja zu gerne für Alben. Und dann das ganze bunte Papier. Na, hier ist noch das ganze Glitzerpapier. Und hier ist so meine wieder auffüllbare Schublade. Also hier sind alle Sachen drin, die ich mir jetzt schon mal doppelt gekauft habe. Die dann nur darauf warten, dass das andere leer ist und das neue benutzt werden kann. Dann kommen wir wieder hoch. Hier habe ich meine ganzen Sticker-Alben und sowas alles. Oder hier die ganzen 3D-Blöcke und hier noch Alben, die leer sind. Da sind nur Folien drin. Dann habe ich hier meine Schubladen, da ist noch nicht viel drin, da sind die Sticky Notes drin. Und hier habe ich meine Box, wo dann so mein Kramuselkram und das alles drin ist. Oder was ich so für Shaker-Karten brauche. Die Box, die ist richtig genial. Die habe ich von meiner Mutter bekommen. Die nimmt man eigentlich zum Diamond-Painting machen. Aber die ist natürlich, um so Shaker-Sachen reinzumachen, echt genial. Die gibt es bei Amazon übrigens. Dann habe ich hier mein ganzes Mintai-Papier. Da das ganze andere hier von Amelie und hier unten, das ist auch alles Markenpapier und da ist, zu weit, da ist von Paper Boutique und mal gucken, was ich hier in der Schublade drin habe. Ach ja, hier sind meine ganzen Umschläge etc. pp. Also nicht, dass ihr euch jetzt wundert, ich habe eben im Vorfeld mein anderes Video schon abgedreht, wo ich dann aber sage, dass ihr ja schon meine Roomtour gesehen habt. Also ich habe das andere Video als erstes gemacht und mache jetzt meine Roomtour. Aber es kommt trotzdem als erstes meine Roomtour online und dann das andere Video. Weil das jetzt hier schon alles verpackt liegt, was ihr nachher noch in dem anderen Video seht. Also nicht wundern. Na, also hier sind die ganzen Umschläge drin. Oh, die so schwer. Und dann komme ich oben. Na, hier sind so auch von Action, dann diese Postkarten.
diese anderen, was ich gerne mal nehme, um Danke irgendwo zu sagen, so ganz schnell. Dann hier Embossing-Folder noch so ein paar, mein Magnetpapier. Dann habe ich hier mein Verpackungsmaterial hier noch so ein bisschen drin und hier meine ganzen Blumengedönsekram für meine Alben, was ich ja jetzt angefangen habe. Hier meine ganzen Stanzen. Die Schubladen sind auch alle so geblieben. Ne, meine Stanzen. Dann habe ich hier auch noch alles Teddypapier, überwiegend Teddyblöcke und Lidl und so weiter und so fort und ein paar Vellumblöcke von Action noch. Und hier ist meine Krimskrams-Schublade, wo dann alles Mögliche so drin ist. Ach, das muss ich mir auch nochmal dichter holen. Das ist nämlich auch super. Vor allem muss ich mir mal gleich rauslassen. Wo dann so Sticker und so ein ganzes anderes Gedöns so drin ist, wo man nicht so wirklich weiß, wohin damit. So, die letzte Reihe habe ich dann hier meine ganzen kleinen Papiere und Blöcke von Action Teddy. Dann hier meine ganzen Lux-Blöcke. Hier die ganzen 3D-Blöcke von Action und hier unten sind die ganzen anderen Blöcke von Action, die großen. Und hier ist noch so eine Müllschublade, wo man noch nicht so wirklich weiß, wohin damit. Und das Teil muss mein Mann mir noch anbringen. Dann kommt hier mein Turm mit meiner Chinch. Ich habe mir auch die Rollen untergebaut. Also ich kann mir das Teil hier auch durch mein ganzes Zimmer schieben. Dann habe ich hier meinen ganzen Chinch-Kram drin. Also wenn man mal meine Füße sieht, tut mir leid, jetzt kriege ich die wieder nicht zu. Hier ist so ein bisschen meine Fuse-Tool und meine, na, ihr wisst, wie heißen die denn noch wieder? Punchboarde drin, genau, so heißen die Viecher. Hier unten ist noch leer, die kriege ich jetzt hier irgendwie nicht zu. Also manchmal spinnen diese Tower von Action so ein bisschen. Dann habe ich hier meine Nuvo-Dropsis, wo ich mir noch ein Regal jetzt verkaufen muss. Das ist noch der Kram, der alles noch über meinen Schreibtisch muss, weil da mir nämlich noch was fehlt. Ich fahre nämlich noch zu Ikea und da kommt noch so ein System an die Wand. Lasst euch überraschen und da kommt das dann noch alles ran. Hier sind meine ganzen, habe ich in so einem Boxen, ich habe mir meine Niki mal besorgt, habe ich meine ganzen Washi-Tapes drin. Genau. Hier ist das Teil, hier meine ganzen Ali-Sticker, ausgestanzte Sachen und Sachen, die ich mal geschenkt gekriegt habe oder Doilies und sowas alles. Meine Buntstifte, die wahrscheinlich werde ich noch verkaufen. Dann hier mein zweites Nuvo-Regal und hier natürlich, ne, meine ganzen Alben und so. Die habt ihr ja gesehen, das seht ihr im nächsten Video. Da zeige ich euch das und das. Ja, das ist noch so ein bisschen, ja, mir fehlen halt noch Boxen. Also das war jetzt meine letzte Box da, die ich da unten habe. Mir fehlen noch 1, 2, 3, 4, 5, ach, ich muss mal gucken. Da sind meine ganzen Karten, na, und sowas dann alles. Hier habe ich dann so alles noch drin für meine ganzen Alben, zum Verzieren, Tegelworten, meine... Laminiergerät, genau, danke. Meine Stanzbretter, hier wollte ich gerade sagen, meine Falzbretter und meine Stempelhilfe. Und dann habe ich hier noch meinen Tower. Das ist aber der vom, den hatte ich am alten Zimmer auch schon, ne, wo ich dann alles so meine ganzen Die-Cuts und noch hier Washis von Ali drin habe. Hier habe ich so die ganzen Dosen, da sind dann meine ganzen Büroklammern, Paperclips, Brads, Stanzteile und etc. pp. Und hier unten, huch, jetzt wäre ich beinahe umgefallen. Und hier unten habe ich dann so meine, ja, ihr seht's. Die muss ich leider alle noch in diese andere Box verteilen, die ich von meiner Mutter gekriegt habe. Aber es ist so eine Schweinearbeit, von daher bin ich dann noch nicht weiter zugekommen. Hier meine ganzen Federn, die ich auch mal geschenkt gekriegt habe. Ich habe ja schon ganz viele liebe Menschen gehabt, die mir ganz viel geschenkt haben. Ja, hier sind ja noch so meine Stanzen an der Seite. So, dann drehe ich mich mal. Mein Kater hat natürlich auch seinen Platz hier wieder bekommen. Denn mein... Was? Nicht so nah das Fenster zeigen. Warum? Konnten doch alle sehen. Dann mein Fensterbrett. Hier natürlich auch meine Tilda-Sachen. Da. Die habe ich... Jetzt macht er das gerade nicht scharf. Da. Die habe ich selber genäht. Genauso wie die. Das habe ich auch alles selber genäht.
Und jetzt kommen wir zu meinem Schreibtisch. Und hier ist dann mein Schreibtisch. Und hier muss natürlich, und hier soll noch von IKEA dieses System, die haben so viele kleine Löcher drin. Ich komme jetzt nicht drauf, wie das heißt. Das sind so eine Wände, die kann man halt nebeneinander hängen und dann da verschiedene Teile anhängen. Und davon will ich mir 2, 3 holen. Und die sollen dann da noch so drüber. Die muss mein Mann mir dann noch anbringen. Und dann, ja. Aber das dauert halt noch ein bisschen. Ich fahre nächste Woche erst zu meiner Mutter und dann fahren wir zu IKEA. Ja. Hier habe ich dann natürlich meine Falzbretter und Schneidebretter. Und die beiden Boxen sind von Action. Habt ihr ja gesehen. Es sieht noch ein bisschen leer aus, aber es ist auch okay so. Weil man braucht auch Platz zum Basteln. Also wenn ich hier meine Alben bastle, ich habe ja nur meine 2 hier schon gemacht. Der Tisch ist voll. Komplett voll. Hier ist ja meine Drehecke. Ja, hier mache ich ja mal die Videos. Und dann habe ich hier halt noch meine Bar von hinten. Und da, das ist ja das Schöne, das sieht man dann ja nicht, wenn man in den Raum reinkommt. Und da habe ich dann halt meine ganzen Stempel und meine ganzen Steinchen. Hier habe ich, die habe ich ja auch von Action. Hier habe ich dann so meine Stifte drin. Hier so ein Gedönse. Hier habe ich, und total genial, habe ich jetzt noch gefunden, von Ideen mit Herz habe ich noch so Klebepunkte gefunden. Total cool. Wollte mir erstmal keine mehr bei Ali bestellen. Hier habe ich dann meine Magnete, Zange und sowas alles noch drin. Hier meine Klebeschublade und hier meine Formtape-Schublade. Ja, dann habe ich hier oben meine Stanze drauf. Und das ist dann mein Arbeitsplatz. Ich arbeite ja auch zu gern im Stehen. Ja, mein Rolodex, seht ihr auch im nächsten Video. Und ja, also das ist dann so mein Platz. Hier unten habe ich dann noch so ein bisschen meine kleine Müllecke gelassen. Da hinten der Karton, das sind alles noch Bastelsachen und der davor steht, die ich noch verkaufen will. Und meine leeren Kartons, die ich dann so brauche, wenn ich mal irgendwas verkauft habe oder irgendwie was. Und natürlich meine Sortierbox für mein Altpapier. Restmüll und gelber Sack. Also Miss Paper Needle trennt den Müll. Wie es sein soll. Ne? Darf man ja nicht vergessen. So, jetzt zeige ich euch das nochmal komplett. Ja, Steckdosen fehlen mir noch. Die müssen wir noch kaufen. Also, wie gesagt, hier ist mein Kind. Wenn du nicht mit drauf willst, dann komm hinter mich jetzt. So, na, also wie gesagt, wir gehen hier nochmal so rum. Das ist mein Zimmer. Na, und wie gesagt, die Schublade muss ich gleich nochmal zumachen. Das ist mein neues Zimmer. Ach ja, die Boxen. Die muss ich mir gleich nochmal woanders hinpacken. Weil sonst denke ich da mal nicht dran. Hier sind noch so ein paar Sachen. Meine Niggi, ihr Paket. Sachen, die ich schon verkauft habe. Ja, das ist Miss Paper Needles Reich. Also wie gesagt, ich bin noch nicht komplett fertig. Mir fehlen noch ein paar Boxen. Von Action fehlt mir noch ein bisschen was. Von IKEA fehlt mir noch ein bisschen was. Natürlich von meiner Mutter. Die gepainteten Bilder mussten natürlich auch an die Wand. Ja, aber das ist mein Reich. Wo ich jetzt schon ein paar Stunden verbracht habe zu basteln. Ja. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir wieder ein Däumchen da. Und abonnieren nicht vergessen. Ja, das machen sie ja sowieso. Und ein paar liebe Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Eure Miss Paper Needle. Tschüss.